So, dann machen wir noch hier ein paar Ergänzungen. Spitzhacke habe ich hoffentlich noch eine. Okay. Boah, Alter, da runter einfach mal so, weißt du? Hier, vor allen Dingen hier habe ich noch einen Block hingesetzt. Ich Affe. Ja, tschüss. So strupfdoof kann auch nur ich sein, ganz ehrlich. Wenigstens werden die Slaps hier irgendwie anerkannt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, wenn ich das so hier abtrage, dass ich da plötzlich einen Cobblestone-Block habe. Sondern es sind halt wirklich zwei Slaps, die ich dann bekomme dafür. Das ist schon mal sehr sozial, weil eigentlich sind ja zwei Slaps übereinander ein. Genau so. Ein Cobblestone-Block. Ach, jetzt ist es auch komischerweise. Hä? Ach nee, ich glaube, ich habe gerade. Ach, komm. Knoten in der Zunge habe ich auch noch. Was ist denn los heute, Wolfi? Alter Sack, geh ins Heim. Mein Gott, ich glaube, ich habe gerade selber einen Cobblestone-Block da hingesetzt, wollte ich sagen. Mir ist aber heute auch die Fresse fusselig. Das gibt's überhaupt nicht. Ja, genau. Und jetzt regnet noch. Jetzt ist aber Schluss. Das wäre so eine Folge, wo ich mich permanent über irgendwelchen Scheiß aufregen könnte. Dabei könnte das Spiel so schön sein. Entschuldigung. Oh, ich bin aber auch temperamentvoll heute. Ich glaube, ich gehe dann erstmal baden. Das fährt mich meistens ein bisschen runter. So, okay. Durchatmen, durchatmen. Spring doch einfach da drauf, Mann! Alter! Der bewegt sich keinen Zentimeter hier, wenn ich die Tasten nur antippe. Du kannst mich mal. So, und jetzt will ich mal die Furniture-Mod ausprobieren. Dafür brauche ich Holz. Dafür brauche ich jede Menge Holz. Holz, 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 Holz. Also, ich muss natürlich erstmal testen, ob es geht, ne? Wenn ich mich jetzt nicht richtig irre. Was, wenn ich mich jetzt nicht irre? Dann war das so. So, und man habe einen Stuhl. Ist das nicht schön? Ein Oak Chair hat den Erfolg Mindcare erzielt. Mindcare, haha, Ikea, haha. Gut, dann machen wir jetzt mal noch, naja, drei davon. Zack. So, und wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das hier ein Tisch? Genau, ein Oak Table. So. Dann könnte man theoretisch auch aus Stein bauen, glaube ich, aber ist jetzt nicht im Sinne des Erfinders, das erste Mal. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf meine schlaue Liste schauen. Uno momento, please. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Stein ist. Huch. Da war mir der Zettel natürlich genau ins Mikro geklitten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Stein ist. Wenn es Stein ist, dann könnten wir noch eine Kleinigkeit basteln. Ja, nämlich ein Vogelbad. Das ist eine schöne Kleinigkeit für unseren Garten. Kann man ruhig so mal machen. Ne? So. Jetzt fällt mir gerade eine Sache ein. Die Schafe da draußen. Ich habe doch Eisen, ne? Ich brauche genau zwei Stück Eisen, um mir eine Schere zu machen und die Schafe zu scheren. Ich brauche nämlich auch Wolle,
um dann später mal ein Sofa herzustellen oder sowas, ne? Warte mal, die Schafe. Theoretisch könnte ich die auch erstmal ein bisschen tamen. Dazu brauche ich unter anderem Heu. Und Heu habe ich natürlich nur hinten in meinem Gartenhäuschen. Ist klar. Warte mal, Holz. Wo will ich immerhin? Holz, hier. Stickies. Ich glaube, Stickies und das da. Ich brauche ein paar Gartentore. Das ist unausweichlich. Wenn man noch wüsste, wie das ging. War es so? Ja, es war so. Jetzt muss ich nur mal überlegen. Jetzt habe ich die Schafe, die Kühe, die Schweine und die Hühner. Wo sind jetzt meine Stickies wieder hin? Weg. Hier. So, zack, vier Gartentore. Die kommen mal eben hier unten rein. Und dann kommt in jeden Stall ein kleines Tor. Am besten hier immer ganz rechts. Nein! Hau doch mal ab hier! Hallo, willst du sterben? Verpissen Sie sich! Danke! So, kommst jetzt erstmal unter die Schere. Nacktschaf. Zack, so, wir hätten vier Nacktschafe. Lasst mich bitte hier raus. So, und jetzt das gleiche noch bei den Schweinen. Hoffnung, ich krieg's gebacken. Weil meistens sind die Viecher so gewieft, da sind die eher draußen, bis ich fertig bin. Ja, es regnet. Na klar. Nein. Tja, das wirst du mit dem Tod bezahlen, das weißt du aber, oder? Du Arsch, bleib hier, Alter! Ich habe jetzt gerade ein Schwert einstecken hier, aber ich muss es irgendwie umbringen. Und tschüss. Tja. Ich hab's gewarnt. So, ich hoffe, bei den Kühen passiert jetzt nicht gerade das Gleiche, weil die jetzt umzubringen, das wäre extrem kontraproduktiv. Eier, ich habe Eier. Hier. Ja, hat super geklappt. Okay. Ich wollte die Schafe noch ein bisschen reproduzieren. Heißt, mit Hängen und Würgen geht's jetzt mal hier hinter in mein Häuschen. Da wird ein bisschen Weizen geholt. Dann wäre es natürlich noch geil. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wie das ging. Ich glaube, aus roten Blumen, aus gelben Blumen und aus Kaktus konnte man ja diesen Farbstoff noch herstellen. Ne? So, da kommt man her, ihr Guten. Klappt das jetzt hier mal, oder? Kein Bock. Na, der eine hat schon wieder Wolle gekriegt jetzt hier. Komm nochmal her, du Pfeife. Du musst schon mal ein bisschen mitmachen hier. Jetzt, okay. So. Okay.